So, hallo. Der soll mich nicht ablenken, doch. Also, heute ist Folgendes passiert. Ich wollte eigentlich mit einem Kumpel aus der Schule aufnehmen. Aber dann hat er jetzt gerade abgesagt. Das heißt, jetzt müssen wir was Alternatives planen. Deswegen dachte ich, ich nehme euch einfach mal schön mit vom Heimweg zum Fußball. Und das ist der Zuschauer, mein zweiter Abonnent. Und das ist mein erster Abonnent. Ich bin der dritte Abonnent, du selber. Und der dritte Abonnent bin ich selber, genau. Deswegen habe ich drei Abonnente. Also es gibt auch bald ein 3 Abonnenten Special, ihr wisst ja Bescheid. So. Und heute seht ihr den Livestream um 18 Uhr, denke ich so ungefähr. Das weiß ich noch nicht genau. Aber so rum, gell? Rechnet damit. So, magst du noch etwas sagen? Nein. Also gestern gab es ja einen längeren Vlog. Liken. Genau, liken. Ab 3000 Likes gibt es dann das nächste Video, ihr wisst Bescheid. Das ist dann aus. Dritte Video von der 30-Tages-Challenge. Hab jetzt schon viel erreicht, ihr wisst es. Ja, ich hätte jetzt eigentlich noch mal was neu aufgenommen, aber ich habe jetzt noch Gitarre. Und die Tonqualität. Genau, Tonqualität ist super. Jetzt seht ihr auch mein Aufsteckmikro. Achtung, das war mal nicht so schräg. Also ich fahre noch gerade schon ein bisschen mit, dass wir jetzt noch über Strauß kommen, gell? Und immer schön, wenn man über die Straße läuft, zu gucken, gell, ob die Autos kommen. Ja. Und entschuldigt jetzt mal bitte den Dialekt. Ja, genau, ich war jetzt im Fußball und hab die beiden jetzt einfach dazu verpflichtet, mitzukommen. Wurde gezwungen. Also der Fünfer hat zwar schon einen Handtrick gekriegt, aber irgendwie sagt das trotzdem noch nicht, dass er jetzt freiwillig mitkommt. Bitte alle abonnieren und liken und abonnieren. Wie heißt du auf Instagram? Okay. So, jetzt sind wir hier am Bach. Wir sehen da, jetzt stehe ich mitten drin. Das ist jetzt no fake oder so. Da seht ihr das. Stehe ich echt im Wasser? Das ist der Titel für das heutige Video. Ja, ich bin Peter. Ah ja, das ist der Peter. Kennt ihr dann schon? Peter Alfred. Abonniert ihn auf Instagram. Wer heißt auf Instagram? CXV804. Also Benes Memories auf Instagram abonniere. Ihr wisst Bescheid. Was wolltest du noch sagen? Kauft alle Snickers. Snickers, okay. Snickers. Ich dachte jetzt eigentlich, du machst für dein eigenes Store Werbung, aber. Und schaut morgen bei, oder heute bei dem Livestream. Ja, also morgen gibt es dann wieder ein neues Beauty-Video. Ja. Da sind die beiden auch dabei. Was machen wir dann heute? Geschminkt. Ja, genau, das machen wir. So, was gibt's da dann noch? Machen wir eine Challenge noch, eine 7-Sekunden-Challenge. Ja, genau, wer länger den Snickers im Mund behält. Genau, wer länger den Snickers im Mund behält, das ist richtig. Oder? Praktisch, Ist immer nicht zu werden. Genau. Also, abonnieren nicht vergessen. Da, auf Instagram, ihr wisst Bescheid, Benes Memories, die beiden. Nee. Verlinkt euch in der Beschreibung. So. Wollt ihr da noch was sagen? Nein! Okay. So, Bibis Beauty Pen ist zum Beispiel Bescheid, falls du noch was mit mir machen willst. Morgen, ich komme. Ich bin krank gekommen. Ja, bestimmt Vlog. Okay. Also eigentlich habe ich 2 Abonnenten, aber das zählt. Bestimmt Vlog. Oh nein, ich laufe. Ist das okay für dich? Nein. Okay, ich lasse trotzdem hoch. Ist das okay?
Jetzt habe ich die Kamera unscharf gemacht. So Leute, jetzt haben wir nochmal kurz ernst. Ich wollte noch kurz Statement geben zum Video von Logan Paul. Hat, für die es nicht wissen, ein Video über Suizid hochgeladen, in dem er eben einen Menschen geinterviewt hat, der eben ja, sich umbringen wollte. Und dazu wollte ich hier noch schnell meine Meinung sagen. Nach dem Skandal da eben. Also, er war mit seiner Crew im Suizidwald, irgendwo in Japan, so viel ich weiß. Und hat dort eben so einen toten Menschen gefilmt. Und sich dazu halt entschieden, das Zeug drin zu lassen. Weil ich es ziemlich doof fand. Beziehungsweise ich habe das Video nicht gesehen, aber Reuploads davon. Er hat zwar den Menschen verpixelt, finde ich, ist aber trotzdem nicht so gerecht. Deswegen fand ich, ist es jetzt auf jeden Fall ein guter Schritt, sich zu entschuldigen, weil seine Community hat das Ganze ja auch nicht wirklich gemerkt, was man auch an den wenigen Kommentaren und an der Bewertung nach dem Upload von dem Video gesehen hat. Und ich denke, das war jetzt auf jeden Fall ein guter Schritt, seine Zuschauer dafür zu sensibilisieren. Eigentlich hätte ich heute was anderes dabei gehabt. Der konnte aber leider nicht. Deswegen gibt es jetzt eben diese Alternative. Ich weiß noch mit den zwei Jungs, die gerade gesehen habe, unterwegs. Und genau, ich hoffe, das ist jetzt nicht so wirklich schlimm für euch. Das sollte aber eigentlich ganz in Ordnung sein. Morgen gibt es dann wahrscheinlich zwei Videos und einen Livestream. Deswegen, beziehungsweise wahrscheinlich eher nur ein Livestream und dann lade ich am Dienstag das Video noch hoch. Daher seid mal gespannt. Bis dahin, ciao!